Das war's, Junge. Easy, easy, Bruder. Es ist Zeit, dich zur Ruhe zu betten, Sir David Brewster. Sego, meine Freunde, und ein herzliches Hallo zu einer weiteren Folge Minecraft Assassin's Creed Syndicate, jetzt endlich wieder. Und ja, wir spielen hier ja immer noch mit Eve. Ja, ich habe jetzt diesmal einen Timer gestellt auf 15 Minuten, da ich ja jetzt ein neues Aufnahmesystem habe. Das heißt, zwischendurch wird es mal so 10 Sekunden Blackscreen geben. Ist normal, dann werdet ihr auch den Wecker läuten hören. Ansonsten denke ich mal, dass das Ganze gut läuft. Ich habe jetzt auch das Ganze ein bisschen umgestellt, wie ihr vielleicht hören könnt. Die Audio ist jetzt nicht mehr ganz so beschissen, denn ich nehme das Ganze jetzt auf dem PC auf sozusagen. Also, was heißt auf dem PC? Nur auf dem PC-Bildschirm. Ich habe jetzt die PS4 am PC-Bildschirm angehängt. So kann ich auch viel gechillter aufnehmen, kann wirklich so hier am Schreibtisch sitzen und so aufnehmen. Finde ich viel cooler. So, letztes Mal sind wir ja hier reingekommen, beziehungsweise das habt ihr ja eben nicht gesehen, wie wir hier reingekommen sind. Aber ihr habt ja das Ende noch gesehen, weil es da einen Aufnahmefehl gab. Wird es ab dieses Mal nicht mehr geben, da ich einen Timer gestellt habe auf 15 Minuten und sobald dieser läutet nämlich, weiß ich, die Aufnahme oder diese Aufnahme geht automatisch vorbei, dann muss ich die nächste starten. So sollte das funktionieren, ich hoffe es zumindest mal. Also, verdienen Sie EP, indem Sie Eigenschaften freischalten oder Massenereignisse, Erinnerungen und Aktivitäten abschließen. Pro 1000 EP erhalten Sie sowohl Jacob als auch Eve einen Fähigkeitspunkt, den Sie für neue Fähigkeiten ausgeben können. Erwerben Sie Fähigkeiten, um mit Jacob und Eve höhere Level zu erreichen und bessere Ausrüstung nutzen zu können. Hört sich nice an. Wie das Ganze funktioniert, weiß ich noch nicht. Was für eine Taste muss man dazu drücken? Wir sind auf Level 1. Können wir irgendwas Neues freischalten? Oh Gott, was gibt es hier alles so? Für jeweils 1000 EP erhalten Sie einen neuen Fähigkeitspunkt. Das haben wir ja schon alles mitgekriegt. Dann hier, drücken Sie X, um Deckung eines Gegners durchzubrechen. Das haben wir ja alles schon im Prinzip. Also hier haben wir Kampf, dann haben wir Schleichen und dann haben wir Ökosystem. Ich würde sagen, erst brauchen wir hauptsächlich Sachen für den Kampf. Das heißt hier, Mission Belohnung. Was ist das? Können wir noch nicht machen, okay. Erweitern Sie Ihre Gesundheit um ein Feld. Ah, das hier ist generell Gesundheit und das hier unten erhöht Regeneration Ihrer Gesundheit. Und das hier, wenn Sie im Kampf Multikills ausführen, regenerieren Sie Ihre Gesundheit abhängig von der Anzahl der getöteten Gegner. Ey, das finde ich ultra nice, das System hier. Das war, glaube ich, bei Assassin's Creed 3 noch nicht so, beziehungsweise ich habe es noch nicht herausgefunden, wie das geht. Hier haben wir, drücken wir X, um die Deckung eines Gegners durchzubrechen. Ja, das ist halt all das Zeug, erfordert Level 3. Wir sind ja erst Level 1, erfordert Level 2. Mission Belohnung. Das sind alles hier Mission Belohnungen. Die hier erfordern Level 3, erfordert Level 5. Krass. Unten steht auch, wie viel Fähigkeitspunkte das ganze Zeug kostet. So, EP Boost erwerben. So, wie kriegt man die denn? EP Boost klein. Was macht das? Helix-Kredit kaufen. Hä? Helix-Kredit, ich weiß es nicht, muss man dafür echt... Nee, war kurz, das ist die Währung, die es hier gibt. Ich glaube, dafür müsste man echtes Geld ausgeben, das will ich jetzt auch nicht. Drücken Sie Options um Fähigkeiten. Mal kurz, ich versuche es mal drauf zu drücken. Ich habe mich gerade vertippt. Ja, funktioniert. Alles wunderbar. Nice. Schleichen mit X. Ich finde den Stock so nice, dass man damit fighten kann. So, wie viele Messer habe ich? 4 Stück. Das ist gar nicht mal schlecht. Jetzt plündern. Hiermit. Zack. Ja, ich muss auch wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Das letzte Mal, dass ich gespielt habe, ist jetzt eine halbe Woche her. Habe ich auch ein bisschen vorproduziert. Werde ich jetzt natürlich auch wieder machen. Ein bisschen vorproduzieren ist immer nice. So, erstmal schön plündern. Ich finde das mit dem Attentat so schön. Da merken die das Erste, sie sterben, wenn sie schon tot sind.
Das ist einer von uns, glaube ich. Kann man ja so gucken. Ja, alles schön und gut. Just let me leave. I don't wanna die. Das ist wahrscheinlich auch ein netter. Ja. Dem mache ich natürlich auch nichts. Ja gut, dann kann ich hier wieder aufstehen und rennen. Dagegen rumkusen wieder. Beachfighter. Keine Angst, ich tue dir noch nichts. Hörst du dir doch nichts. Oh. Alles klar. Ihr kleinen Punks, ich werde euch eliminieren. Das werde ich mit euch machen. Es ist die Frage einfach noch, wo kommt man an bessere Rüstung? Wahrscheinlich auch über Options hin. Gehe ich mal krass davon aus. Also dieses Ding, dieses Drücken Sie Options, um Fähigkeiten-Menü zu öffnen, könnt ihr allmählich wieder weggehen. Weil das nervt immer noch. Aber was ich jetzt kurz gucken will. Fortschritt-Logbuch steht hier nicht irgendwie eShop. Helix Retix kauft, wer das? Datenbank. 56 neue Einträge, Options. Ja gut, wie man an neue Rüstung kommt, weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Werde ich wahrscheinlich auch noch erfahren. Hoffe ich mal. So. Hier kann ich mich ja schön durchangeln. Ja, voilà. Easy. Ich weiß jetzt nicht, ist hier vorne jemand? Nö. Ich finde das immer so chillig, solche Spiele wie jetzt, vor allem Assassin's Creed, das geht mir, oder das finde ich einfach ultra nice auf der PS4. Da werde ich die nächsten Parts auf jeden Fall auch auf der PS4 spielen, sofern ich mir, sofern ich weitere Let's Playen sollte oder mir die anderen auch noch kaufe. Ist ja noch nicht sicher. Wobei, sieht eigentlich schon ganz gut nach aus. Kann ich hier irgendwie rüber jumpen oder ich klettere mal hier so rüber, zack. Muss ich hier durch? Ich weiß es gar nicht. Nee, vermutlich eher nicht. Alles klar. Ja, das finde ich ja geil, dass sie das schön findet, da hin und her zu klettern, aber es bringt uns nichts. So. Fähigkeit Doppel, Attentat erwerben. Kann ich mir jetzt somit die erste Fähigkeit erwerben? Das finde ich natürlich ziemlich nice. Doppelattentat. Welches ist denn Attentat? Drücken Sie um ein Gegnerrecht. Attentat müsste, denke ich mal, hier sein. Ja, hier. Doppelattentat. Kaufen. Doppelattentat erhalten. Wie führt man das jetzt auch? Ah, jetzt kann ich mir neue kaufen. Alles klar. Ich würde sagen, ich kaufe mir erstmal das hier. Damit ich noch einen kleinen Gesundheitsboost habe. Das kann auf jeden Fall sehr nützlich sein. Habe ich überhaupt noch Punkte? Weiß ich gar nicht. Nee, ich habe keine mehr. Dann geht das eh nicht mehr. So. Vor allem, wenn ich dann einen dritten PC-Bildschirm habe, habe ich mir überlegt, wenn ich dann wieder von der PS4 aufnehme, werde ich ja dann zum Beispiel auch The Last of Us, kann ich dann beispielsweise... Oh, was ist das? Ach so. Lol, das sieht geil aus. Hören Sie die Stromstärke. Aber dann würde es instabil sein. Sie haben es vorhin gehört. Wir brauchen Ergebnisse. Sofort. Okay, ich habe es mir jetzt mal erlaubt, ein bisschen zurück in den Stuhl zu lehnen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so schlimm von der Qualität her. Kann ich das hier irgendwie kaputt machen? Nö. Geht nicht, aber egal. Ja, meine Freunde, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, The Last of Us werde ich ja als nächstes Let's Playen, also nach Assassin's Creed 3 natürlich. Erstmal kommt Assassin's Creed 3 noch. Und Dragon Nest will ich auch noch zu Ende bringen. Das habe ich ja auch immer noch nicht. Also ich weiß, da hinten hat es welche, die mich gesehen haben. So, okay, ist zerlegen. Nein, jetzt kommen wieder so viele. Okay, aber ich muss sagen, die Steuerung finde ich auf der PS4 um einiges angenehmer als auf dem Computer. Im Generell meine ich jetzt natürlich. Du mit deinem Steakmesser kannst mir nichts, Bruder. Ihr seid zu dritt, seid solche Muskelprotze, aber nicht mal ihr könnt einem Assassinen wehtun.
Alles klar. Da würde ich sagen, die Bitch-Moves sind auf jeden Fall doch da. Gut, aber die haben mir jetzt auch einiges an Gesundheit gekostet. Ich glaube, dieses Regenerationsding hat es gebracht. Ich mal mein Luftattentat als Breaver oder wie dieser Scheiß heißt, üben. Das wäre eine Zusatzfunktion, könnte ich auch mal versuchen. Also so eine Zusatzmission. Mal gucken, vielleicht kriege ich das ja hin. So, erstmal hier. Und Attentat. Haha! Richtig in die Nüsse, Biatch! So. Aber ich habe immer noch keine zusätzlichen Links. Das müsste einer von uns sein. Ja, der hätte mich schon längst bemerkt, wenn der zu ihnen gehören würde. So, jetzt gehe ich erstmal hier runter. Ich will einen Luftattentat verüben. Da hätte ich echt Bock drauf. Muss ich echt sagen. It's. Auch hier kann ich wieder schön plündern. Aber auch der hat wieder keine Messer. Ich finde das so scheiße, wenn die keine Messer tragen. Das war's, Junge. Easy, easy, Bruder. Es ist Zeit, dich zur Ruhe zu betten, Sir David Brewster. Aber es gibt noch so viel zu entdecken. Nur keine Angst. Hab ich nicht. Gott wird mich schützen. Nein, das glaube ich nicht. Ich setze das Experiment fort. Sie halten Starrett nicht auf. Methorn hat bereits einen weiteren Ebensplitter gefunden, noch mächtiger als der letzte. Dann hole ich mir den auch. Wir kämpfen um das, was wir nicht mitnehmen können. Das ist unsere Natur. Hä, was haben die mit dem Blut? Ich verstehe es nicht. Warum glauben die das? Warum? Was macht das für ein... Oh, es ruckelt. Das finde ich auch geil am Control, denn hat man diesen Vibrationseffekt. Oh, nice. Oh, oh, es gerät außer Kontrolle. Ja, das wäre eine nice Idee. Also erstmal hier erreichen, dann hier nach vorne. Lalalalala, ich chill's jetzt einfach mal so richtig schön. Lalalalala. Chill einfach mal dein Leben, Mädchen. Das ist gar nicht geil. Ach so, das war so geplant. Okay. Ich hatte schon. Oh. Das war reichlich knapp. Was auf jeden Fall, ja. Junge, Junge, Junge. Oder Mädchen, Mädchen, Mädchen in diesem Fall. Hier ist doch ein schöner Ausgang. Hier müsste ich doch durchkommen, ja. Hoffentlich stürzt der ganze Scheiß jetzt nicht ein. Das wäre gar nicht geil. Aber jetzt ist der Ebensplitter immer noch da drin. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Im Prinzip haben ihn ja jetzt immer noch die Templer sozusagen. Lol. So, erstmal hier weiter. Also wenn sie sagt, fast geschafft, hoffe ich mal, dass es ja auch nicht mehr allzu lange dauert. Es kann auch unter Umständen passieren, dass, also der Black Screen heißt im Übrigen auch dann, ich versuche, dass das Bild dann immer noch so verzögert ist. Also, dass ihr dann immer noch im Prinzip das Bild habt, halt einfach von dem zuvor, sozusagen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr werdet es ja dann eh sehen, weil demnächst kommt der nächste Cut. Aber der Ton ist dann halt natürlich verloren, sozusagen, weil den Ton nimmt das auch hiervon auf. Ich hoffe jetzt mal, dass es nicht irgendwie plötzlich in so einer Sequenz passiert. Ach so, hier. Ach, bin ich blöd. Was war denn das für ein Sprung, ey? So will ich auch springen können. Warte kurz. Ich guck mal auf die Uhr, wie es aussieht von der Zeit her. Ich glaube, ich kann jetzt dann direkt nämlich die neue Aufnahme machen. Ja, noch 40 Sekunden. Wenn es jetzt gerade eine Sequenz gibt, wäre das reichlich schade. So. Nee, gibt es nicht. Aber es gibt was anderes. Abgeschlossen, ein einfacher Plan.
Luftattentat auf Breversa. Ah, das ist dieser Dings, diese Laborratte sozusagen. Gegner mit hängenden Fässern töten. Kann ich auf beide scheißen sozusagen. Diese Erinnerung bewerten oder einfach fortfahren. Ja, gut. Yo, Freunde, so ein Blödmann, der sich Greenie nennt auf YouTube, hat es geschafft, die PS4 auszuschalten, weil er den Timer auf die PS4 legen wollte. Ich glaube, ich tue sie jetzt woanders hin. Ich hoffe, dass es jetzt die Sequenz wieder zurückgetan hat, zu dem Moment, wo wir waren. Aber ich glaube sogar, das könnte ganz gut sein. Weil wir waren ja eigentlich an so einem Speicherpunkt, so einem typischen Speicherpunkt. Und ansonsten wären wir vielleicht irgendwie so 10 Sekunden weiter zurück. Dann würde ich die jetzt einfach rauscutten. Nee, perfekt. Perfekt. Was war das für eine Explosion? Welche Explosion? Evie. Der Edensplitter ist explodiert und das Labor gleich mit. Der magische Klumpen aus hyperbolischem Metall? Schockierend. Nur weil du die Splitter nie zu würdigen wusstest, heißt das nicht... Es lief also alles nach Plan, hm? Es gab ein kleines Problem. Wie klein? Das Labor ist explodiert. Jacob! Du ließ einen Zug entgleisen. Oh, hat er das? Sieh an. Nun, der Zug entgleiste und ich war zufällig an Bord. Ich habe mein Ziel erwischt. Brewster ist auch Geschichte. Gut. Dann war es wohl eine erfolgreiche Mission, trotz eurer Spielereien. Was ist mit London? Was soll damit sein? Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Du weißt genauso gut wie ich, dass London seit über 100 Jahren fest in der Hand der Templer ist. Sie sind noch viel zu mächtig für uns. Hab Geduld. Aber die Templer haben einen neuen Edensplitter. Sir David ist tot. Sie wissen nicht, wie man ihn benutzt. Unser Rat wird uns leiten. Euer Vater ist seinen Entscheidungen auch immer gefolgt. Wir sehen uns dann in Crawley. Irgendwie vertraue ich nicht so ganz auf den Rat. Der sanfte Klang einer Gelegenheit, die wir verpassten. Was hält uns denn auf? London, wartet doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir... Ach, Vater, du könntest sein Vermächtnis in London fortführen. Künftige Generationen vor einer Stadt im Griff der Templer bewahren? Weißt du, Jacob Fry... Vielleicht hast du ja recht. Also wollen wir? Ja. Los. Auf nach London. Ja! Oh, nice. Leute, es geht los. Es geht los. Ja! Ubisoft Präsent. Das war schon wieder nur das Intro. Mann, wieso dauert das immer so eine Ewigkeit? Es hat mich schon bei Assassin's Creed 3 genervt, dass das Intro 3 Folgen ging. Aber hier geht's jetzt schon fast 4 Folgen. Ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich richtig dreist verarscht.